Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Monstrum. Ja, ich habe einfach schon mal gerade vorgespielt bis zum Helikopter, beziehungsweise unserer ersten Fluchtmöglichkeit, die wir jetzt hier auf dieser Karte hier gefunden haben. Weil das jetzt, glaube ich, so dieser Zeitpunkt ist, an dem, glaube ich, ein Gegner spawnt. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Ja. Es hat wieder vor dieser Aufnahme unzählige andere Versuche gegeben, die ich aus Panik einfach dann beendet habe. Ich hoffe, dass ich es jetzt bei dieser Aufnahme nicht tun werde. Und ja, toll. Ich weiß nicht, warum ich mir sowas immer antue. Es hieß nur wieder irgendwo so: René, ja, du hast doch hier mal Monstrum gespielt. Wann geht's denn da mal weiter? Ach, Scheiße. Hier waren die Kameras. Hier waren die Kameras. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier vorsichtig. Ach, da ist die Kamera. Okay, ich wollte schon. Okay. Es gibt nicht nur diesen komischen Taucheranzug, der hier rumläuft. Beziehungsweise Mr. Lava, ich weiß nicht, was das jetzt war für ein Ding, keine Ahnung. Es gibt jetzt hier auch noch Geister. Schön. Wir laufen einfach mal hier hinten rum und gucken mal. Scheiße. Er ist da. Warum ist er da? Was für eine Reichweite hat er eigentlich? Also so kann er mich ja noch nicht sehen. Er kann mich sehen. Oh, ich hänge! Oh nein! Ach, Scheiße! Mann! Okay, wir rennen einfach mal ins Schiff rein. Yay! Machen wir mal zu. Oh, toll, wir haben es gefunden. Was ist das? Sind. Oh, Bolzensteiner! Geil! Oh, geil, das ist das erste Mal, dass ich jetzt in diesen ganzen unzähligen Anläufen den Bolzenschneider gefunden habe. Schön, das muss ich mir mal merken, wo der liegt. Cool. Schön, das ist schon mal der erste Weg. War dieser Raum hier schon auf? Okay. Bin ich hier gestartet? Ne, ich bin hier nicht gestartet. Oder? Ich würde gerne mal wissen, ob jetzt hier die Items einfach zufällig spawnen. Ach da. Ich wollte schon sagen, der Raum kann doch nicht leer sein. Zufällig spawnen oder ob die immer an gleicher Stelle liegen. Das muss ich mir gerade überlegen. Für den Helikopter. Ja, genau. Wir mussten die Teile cut. Ja, genau. Wir brauchen also noch einen Schlüssel und Sprit. Ja. Das wird ja wohl irgendwo hier sein. Zwei Dinge noch. Zwei kleine popelige Dinge. Zwei kleine popelige Dinge. Ist ja wohl noch zwei kleine Scheißdinger finden. Ach Gott, Handy, erschreckt mich nicht. Kann hier eigentlich irgendwas liegen? Warte mal, Space 2. Auch cool, wir können oben klettern. Wir klettern nach oben. Ich krieg schon langsam so ein Zucken hier im Auge, ey, das ist der Hammer.
Sackgasse. War da was? Nee, wir können hier nur wieder nach unten hüpfen. Ich muss so ein bisschen vorsichtiger gehen, einfach nur, damit ich auf die Schritte achten kann. Warum? Ach so, die haben mit Absicht die ganzen Sackgassen reingemacht. So ein Mist. Sind das hinterhältige Leute hier? Okay. Also wir merken uns, in diesen Gängen hier sollte man nicht ganz nach oben laufen, weil wir sonst in einer Sackgasse enden. Wir lassen auf jeden Fall auch immer, da muss man dran denken, wir lassen immer die Türen offen, damit wir genau wissen, wo wir gewesen sind. Kann der auch einfach so in einem Raum hier aufploppen? Das ist die Frage. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ist da was unter dem Tisch? Nein. Nein, nein. Wir waren hier schon mal gewesen. Scheiße. Da eben ein Gang nach oben, nach Seite. Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre hinter mir. Wo war denn? Ah. Ich fürchte, wir müssen noch weiter nach unten. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Was braucht man nochmal hierfür? Power-Konsole, Broken Panel, Battery, ja, weil die Fuse, die haben wir ja schon mal hier. Boop. Die kriegt man ja schon mal immer direkt mit am Anfang. Damit man schon mal wenigstens irgendwas hat. Warum habe ich mir das gerade selber angetan? Ich weiß es nicht. Gehört. Ich würde gerne mal wissen, kann ich das Ding einschalten? Ach, damit kann ich den irgendwo hinlocken. Okay, dann gehen wir jetzt schnell weg. Dann ist es mir lieber, wenn der ganz hier unten ist. Und wir gehen jetzt ganz nach oben. Kann diese blöde Musik mal aufhören? Also, anscheinend hat das Radio dann doch irgendeine Funktion. Ich hätte es nur beim letzten Mal einfach auch fallen lassen sollen. Und zwar im eingeschalteten Zustand. So, jetzt brauchen wir den ja eigentlich nicht mehr. Lassen wir ihn mal da liegen. So. Restore Power. There are some fuse boxes. Maybe if I find some fuse, then I can power them up. Ja. Schön. Haben wir bei beiden schon was abgehakt. Das ist toll. Zumindest.
Fortschritt. Habe ich gerade... Ich glaube, ich leide gerade schon unter Wahnvorstellungen. Ich habe gerade gehört, wie hier sich... Was? Nein, ist es noch hier? Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie ein Gegenstand für beide Lösungen, sowohl für den Helikopter als auch unten für das U-Boot, beide irgendwo hier bei den Kameras versteckt sind. Oder warte mal, hier kann man ja auch noch nach unten, dann kann man hier auch noch nach oben gehen. Ich glaube, wir sind noch nie hier oben gewesen. Wie geil. Ich bin noch nie hier oben gewesen. Scheiße! Ist die Frage, will ich hier oben sein? Okay, das ist schon mal ein Fortschritt hier. Geil. Verschließen. Was kann man hier alles anstellen? Ist hier außer dem Radio... Wir nehmen das mal mit, schalten es aber noch nicht ein. Oh, Schlüssel! Geil, wir haben die Schlüssel. Gott, wir brauchen jetzt nur noch das Sprit. Wir brauchen Sprit. Wo kann der Sprit sein? Okay, warte mal, wenn wir jetzt mal rein logisch vorgehen. Ganz da hinten, auf der ersten Etage nach unten, da war der Bolzenschneider. Jetzt ist hier ganz oben der. Das heißt, rein logisch halber... wäre unser nächster Gegenstand hier hinten ganz unten. Ich bin auch noch nie hier gewesen. Bitte? Was ist das denn? Kann man die Fuse nicht nehmen, scheiße. Das sieht man doch irgendwie ein bisschen... Ist das Sprit? Sprit! Kein Sprit! Ich dachte gerade oben mit dir stehen. So, was war denn das für eine Meldung? Lifecraft. Ach, es gibt noch eine dritte Möglichkeit abzuhauen. Hallo? Oh, das ist aber doof. Kann der hier einfach so hoch? Nee. Weißt du den Weg hier hoch? Kann ich einfach runterlaufen? Selbstmord! Schön, dass wir das auch mal hatten. Wir sind weitergekommen. Und wir sind nicht durch irgendeine Kreatur gestorben und ich habe das Spiel nicht einfach abgebrochen. Ich dachte nur, hier unten wäre noch eine Etage. Wo ist der denn gerade hergelaufen? Der war doch unter uns auf einer Etage, oder nicht? Gut, beim nächsten Mal wissen wir das besser. Und wir wissen jetzt auch, wo einige Gegenstände liegen. Also beim nächsten Mal, denke ich, schaffen wir es vielleicht. Und zwar mit dem Helikopter abzuhauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.